Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es mal um etwas Nostalgisches, nämlich so ein Drehspulmesswerk. Ich habe das hier mal in so einem alten, aus einem alten Netzteil ausgebaut und will da ein bisschen was mal erklären. Das ist also jetzt nichts Weltbewegendes an sich. Ich habe gedacht, naja, vielleicht kann man da auch so ein kleines Messgerät draus bauen. Hier sieht man ja, bis 15 Volt geht's, aber vielleicht kann man da auch mit Strom messen oder höhere Spannung. Und da gehe ich einfach mal ein bisschen drauf ein, wie man das machen könnte. Das Erste, was einem auffällt, ist, dass hier in dem Bereich so ein paar Symbole sind, die man vielleicht erstmal nicht kennt. Also das erste Symbol mit dem Hufeisen und diesem kleinen Strich dazwischen, das bedeutet, es ist ein Drehspulmesswerk. Also das, was jetzt hier drin ist ein Drehspulmesswerk. Es geht also nur, also dient dazu nur, Gleichspannungen zu messen. Das zweite Symbol hier, diese Art Masse-Ding oder so, hat damit aber gar nichts zu tun. Das heißt senkrechte Gebrauchslage. Das heißt, es darf eigentlich nur so eingebaut werden. Und so hat es auch sag ich mal, seine genaueste Anzeige. Wenn ich es also vertikal einbaue und ablese, dann kann es sein, dass es da Fehler gibt. Nicht zum Schluss gibt es auch nochmal die Klasse. 2,5 bedeutet jetzt praktisch, dass die Abweichung der Anzeige 2,5% vom Messbereichsendwert ist. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, 2,5% von 15 Volt sind es also 0,375 Volt. Das heißt, ich habe also auf der gesamten Skala immer eine Abweichung, Toleranz von 0,375 Volt. Deswegen ist es auch so, dass im unteren Bereich natürlich die prozentuale Abweichung viel höher ist als im oberen Bereich. Und deswegen sollte man solche Geräte immer, also wenn man so ein analoges Messgerät noch hat, so einstellen, dass der Zeiger möglichst hier irgendwie auf der rechten Seite landet und nicht hier auf der linken Seite, weil auf der linken Seite einfach die Abweichung zu groß sein kann. Das ist erstmal nur so dazu, zu diesen ganzen Angaben hier. Es gibt auch noch eine Spiegelskala hier in der Mitte, die dient dazu, dass man sozusagen da mal rauf guckt und wenn man genau ablesen will, darf der Zeiger sich also im Spiegel nicht spiegeln, also den darf man da nicht mehr sehen. Man muss also wirklich genau gerade raufgucken und dann ablesen. Was ich jetzt mal machen will, ist zum einen das Ding mal aufmachen und dann einfach mal gucken, was da drin ist und auch nochmal so schauen, wie man so den Bemessbereich erweitern kann oder ändern kann. Diese Dinger hier, diese Einbauteile, die sind relativ einfach aufzumachen. Man kann hier diese Kappe abmachen. Ja, sie geht einfach relativ einfach ab. Ach so, hier in der Mitte ist übrigens noch dieser Abgleich, Nullabgleich. Also wenn keine Spannung anliegt, dann macht man einen mechanischen Abgleich. Das heißt, ich kann hier den Zeiger dann wirklich auf Null stellen, damit natürlich der Messwert genau abgelesen werden kann. Gut, also die Kappe kann man abmachen. Hier ist nochmal ein anderes Plastikteil. Ja, und so sieht es jetzt erstmal aus. Was man jetzt noch machen kann, um da richtig ranzukommen, natürlich hier diese Schrauben lösen. Ich hoffe, ich habe jetzt mal hier den richtigen Schraubendreher. Ne, im Moment nicht. Den Schraubendreher habe ich jetzt hier. Da kann man jetzt also hier mal das abschrauben. Geht ein bisschen schwer, aber es geht. Das sind hier so eine Begrenzungsplastikstücke, die dafür sorgen, dass der Zeiger jetzt nicht nach ganz links oder ganz rechts dann ausschlägt. Kann man hier wieder reinmachen. So, das ist jetzt also hier die Skala, die ich praktisch rausnehme und jetzt sind die Innereien des Messgeräts zu sehen. Also hier sieht man schön wirklich das Drehspulmesswerk. Also es dreht sich wirklich die Spule, nicht das Eisen. Und das kann man jetzt auch noch rausmachen. Was man hier auch noch sieht, sehe ich gerade, ist ein Widerstand, der da eingebaut ist. Der dient wahrscheinlich dazu, um diesen Messbereich 15 Volt irgendwie darzustellen oder überhaupt möglich zu machen. Denn man kann sich vorstellen, durch diese kleine Spule kann nur ein sehr kleiner Strom fließen. Dementsprechend ist auch die Spannung sehr klein, die man da anlegen kann. Und deswegen muss dann Vorwiderstand rein für die 15 Volt. So, was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe einfach mal diesen Widerstand rausgenommen. Das waren 15 Kiloohm Widerstand und ich will einfach mal die elektrischen Eigenschaften oder Daten des Messwerks mal ermitteln. Und ich zeichne das einfach mal hier kurz auf.
Also man hat ja so ein Messwerk, also ein Voltmeter ist das ja an sich. Und so ein Voltmeter hat eben zum einen einen Strom, der dadurch fließt, I, und eine Spannung, die sich dann ergibt, U. Und man hat auch noch, ich zeichne den mal hier unten ein, der wird immer eigentlich immer extra eingezeichnet. Also die U geht hier rüber und an sich ist dieser Widerstand jetzt innerhalb des Voltmeters, deswegen mache ich den Fall mal ein bisschen weiter. Hier ist nochmal ein RI, also ein Innenwiderstand. Wenn ich diese Angaben habe, hier über den Strom, die Spannung und den Innenwiderstand, dann weiß ich also, ich kann dieses Gerät, das Messgerät hier praktisch nur in diesem Bereich eigentlich betreiben. Wenn ich natürlich jetzt eine höhere Spannung messen will, muss ich entsprechend vorsorgen durch einen Vorwiderstand oder durch einen Spannungsteiler. Bei den Messgeräten ist das dann meistens so geregelt. Gut, also wie findet man jetzt praktisch U, I und RI heraus? Ja, man kann da Folgendes machen. Man schließt sehr vorsichtig oder entweder eine kleine Spannung mal an, also die Geräte, die Messwerke arbeiten so mit ein paar, weiß ich nicht, 100 Millivolt oder sowas. Das weiß ich jetzt definitiv nicht, mit was die betrieben werden oder dieses betrieben wird. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich einfach mal so ein Messwerk nimmt, so wie es jetzt ist. Also ohne diesen Widerstand jetzt, der hier drin ist. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, den ausgebaut. Und ich werde jetzt hier mal einen Widerstand einlöten noch zusätzlich. Das ist ein 6,8 Kiloohm Widerstand. Und dann gucke ich einfach mal, wenn ich vorne eine Spannung anlege, wie sich die Spannung am Widerstand und an dem Voltmeter praktisch ergeben, an dem Messwerk. Ich zeichne das mal ein, also so. Der ist also hier extern, dieser Widerstand, also R. Da wähle ich jetzt 6,8 Kiloohm. Ich habe den einfach gefunden. Und ich werde dann hier eine Spannung anlegen, U in, meinetwegen. Und werde dann gucken, wie hoch ist die Spannung über dem R. Damit kann ich den Strom ausrechnen und damit kann ich dann auch dann den RI ausrechnen. So, bevor ich jetzt da irgendwelche Spannung anlege, habe ich jetzt erstmal hier den Widerstand angelötet. Und was ich jetzt erstmal machen werde, man sieht jetzt, ich habe das jetzt hier in der vertikalen Einbaurichtung mal so hingestellt. Ich werde erstmal hier einen mechanischen Nullabgleich sozusagen durchführen. Das heißt, ich werde jetzt hier mit dem Schraubendreher mal, also man sieht jetzt hier an der Stelle, der Zeiger ist nicht auf 0. Es ist keine Spannung dran, aber der muss eben auf 0 eingestellt werden. Und ich versuche das jetzt mal hier unten mit der Abgleichschraube so weit hinzukriegen. Schraube hier ist leider zu groß, aber der scheint hier hoffentlich besser zu sein. Damit kann ich jetzt hier den Abgleich ausführen. Man sieht hier, wenn ich jetzt hier drehe hin und her, dann bewegt sich der Zeiger. Und ich versuche ihn jetzt einigermaßen genau dort auf 0 zu stellen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Ja, so ist es eigentlich ganz okay. Nicht? Also wenn man jetzt so guckt, der Zeiger ist auf 0, keine Spannung da vorhanden. Und jetzt kann ich mit den Messungen beginnen. So, der Messablauf ist praktisch so, dass ich hier jetzt hier am Widerstand und hier an dem Pluspol Schritt für Schritt die Spannung erhöhe. Mit dem Multimeter messe ich dann diese Spannung und ich werde die Spannung so weit erhöhen, bis das Messgerät hier auf 15 steht. Also hier bei 15 Volt jetzt in dem Fall, was ja nicht stimmt an sich, aber bis das Messgerät, also bis der Zeiger auf der 15 ist. Und dann messe ich praktisch, dann habe ich praktisch die Spannung, die ich verwende hier, und dann messe ich mal die Spannung über den Widerstand. So, ich schalte mal ein, das Netzgerät, und drehe mal langsam die Spannung hoch. Ich fange einfach mal ganz simpel an mit 500 Millivolt. Man sieht, der Zeiger bewegt sich schon etwas. Also Zeigerausschlag ist schon da. Ich kann also ein bisschen mehr aufgeben. Ich mal 1 Volt. Aha, okay. 2,5 Volt. Ich gehe hier in 1 Volt Schritten. Jetzt ist er schon ziemlich weit hinten. Okay. 6,5 Volt. Jetzt versuche ich mal hier das näher ran zu zoomen. Also er ist noch nicht ganz auf 15.
Ja, da ist immer noch ein Rest. Ich will es da so genau wie möglich machen. Das heißt, ich werde jetzt hier mal ein bisschen in sehr kleinen Schritten hochdrehen. Man sieht, der Zeiger bewegt sich ganz wenig im Prinzip, aber jetzt ist er ziemlich genau auf der 15. Ja, also wenn man jetzt hier so guckt, der ist ziemlich genau auf der 15. Gut. Also Vollausschlag ist jetzt im Moment gegeben. Ich gucke nochmal von der Seite hier, da ist es noch nicht ganz. Also wenn ich den jetzt praktisch in dieser Lage jetzt habe, wo ja die Brauchslage praktisch ist, ist noch nicht ganz auf 15, also ich werde es noch ein bisschen höher drehen. Ja, und jetzt ist er eigentlich ziemlich genau. Also wenn man jetzt hier so guckt, dann ja, man sieht das leider hier mit der Kamera nicht ganz genau. Also wenn ich das den vertikal ablese, den Wert hier an dem Drehschuhmesswerk, dann ist der wirklich genau auf 15. Gut, wie hoch ist jetzt die Spannung? Dann gucken wir mal. Hier auf der Seite eben 6,75 Volt. Das heißt, wir haben jetzt eine Eingangsspannung hier, UIN. UIN ist gleich 6,75 Volt. Als nächstes werde ich mal die Spannung über den Widerstand messen, UR. Dazu muss ich das Gerät mal abklemmen. Und zwar den muss ich erstmal hier direkt. Achso, der ist jetzt an Masse dran, der Widerstand. Das heißt, die Masse bleibt dran. Gut. Und das Messgerät, der Plus, geht jetzt an den Widerstand. Nochmal eine Klemme nehmen. Und dann hier mal die Spannung über dem Widerstand. Aha, da haben wir also die Spannung über dem Widerstand. Die ist 6,64 Volt bei Vollausschlag. Ich mache das mal wieder ab, dann kann ich hier ein bisschen schreiben. Also jetzt mal diese Werte. Dann haben wir die Spannung praktisch über den Widerstand. Wir können dann den Strom ausrechnen. I ist nämlich die Spannung über den Widerstand durch den Widerstand geteilt durch 6,8 Kiloohm. Und das sind dann 6,64 durch eben ungefähr 976,47 Mikroampere. Also fast ein Milliampere. Ja, ist ja auch klar. 6,64 Volt, 6,8 sind also ungefähr ein Milliampere. 976 Mikroampere. Und der RI, der ja auch zu bestimmen war, ist natürlich die Spannung über diesem Messwerk. Die Spannung über dem Messwerk ist genau die Differenz von VIN und VR. Also RI ist gleich UIN minus UR geteilt durch I. Und das wäre dann 6,75 Volt minus 6,64 Volt geteilt durch 976,47 Mikroampere ist gleich, hier ist RI, rechne mal kurz aus, minus 6,64 geteilt durch 976,47 und das sind 112,65 Volt. Ja, Quatsch, Ohm, ein Blödsinn, Ohm. Gut,
Ja, damit haben wir den RI. Wir wissen auch die Spannung. Das heißt, das Messwerk darf nicht mit mehr als hier, das sind ungefähr 100 Millivolt, betrieben werden. Der Innenwiderstand ist 112,65 Ohm. Und mit den Angaben kann man jetzt meinetwegen den Messbereich erweitern, also auf eine höhere Spannung. Also wenn ich jetzt sage, ich will nicht 15 Volt messen, sondern 30 Volt, dann kann ich das machen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, was man hier sieht, ist, ich habe ja eine Eingangsspannung von 6,75 Volt und der zeigt mir aber hier 15 an. Das stimmt also nicht überein. Deswegen muss man natürlich die Skala dann eventuell ändern. Jetzt haben wir ja nur die Skala von 15. Das wäre natürlich gut, dass man dann eben wieder auf diese 15 Volt käme oder ein Vielfaches oder ein Teil davon. Also wäre jetzt 30 Volt zum Beispiel ganz sinnvoll und von mir aus auch, weiß ich, 3, 6, 9. Also 9 Volt ginge vielleicht auch noch. Das Maximalausschlag ist 9 Volt, dann hätte man praktisch eine ähnliche Skala. Also diese Skalen müssten dann praktisch nochmal angepasst werden oder man müsste dann eben umrechnen. So, ich habe jetzt einfach mal überlegt, dass ich drei Messbereiche kreieren will. Einmal hier 1,5 Volt Messbereich, 9 Volt und 30 Volt. Das heißt nichts anderes, dass eben das sozusagen der Vollausschlag ist. Also wenn Vollausschlag ist, habe ich dann 1,5 Volt. Dann beim zweiten Messbereich dann eben 9 Volt und beim dritten 30 Volt. Dazu muss man dann diese Vorwiderstände berechnen. Und dadurch, dass ja die Parameter des Messwerks vorhanden sind und messtechnisch ermittelt wurden, geht das eigentlich relativ einfach. Hier ist eine generelle Formel. Der R ist generell UIN, also jetzt bei 30 Volt dann eben 30 Volt, minus UV. UV ist 110 Millivolt geteilt durch IV, das waren diese 976 Mikroampere. Und dann kriege ich diesen Widerstand raus, jetzt hier für diesen 30 Volt Messbereich. Also die verschiedenen Messbereiche kriegen verschiedene Widerstände. Ich habe die hier mal ausgerechnet. Es ist jetzt so, dass diese Widerstände keine Standardwerte sind. Vielleicht gut, vielleicht in 9,1 Kiloohm. Aber die anderen kriegt man natürlich so nicht zu kaufen. Deswegen habe ich die hier an dem Messwerk mal zusammengestellt, so gut es ging. Also ich habe jetzt bei dem 1,4, 1,2 Kiloohm und 220 Ohm genommen. Das heißt also, ich komme auf 1,42 Kiloohm, das ist okay. Ich habe also jetzt kein 1,5 genommen, was ja der nächste Wert wäre. Also ich habe das versucht, relativ genau darzustellen mit verschiedenen Widerständen. Man sieht also jetzt hier dann immer ein paar Widerstände pro Messbereich. Und jetzt will ich die Sache einfach mal testen. Bei dem ersten Messbereich haben wir hier 1,5 Volt. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Spannung von 1,5 Volt anlege, hier draußen praktisch, also da, dann müsste auch hier der Vollausschlag sein 1,5 oder 15 in dem Fall. Ich packe mal hier das andere Messgerät noch dazu. Das misst mir praktisch jetzt hier nochmal diese Spannung, genau. Und jetzt werde ich mal das einschalten. Und man sieht, ich habe jetzt 1 Volt und die Anzeige ist auf 1, also auf 10 oder 1,10. Und wenn ich jetzt eben hochgehe auf 1,5, dann sieht man eben hier Vollausschlag 1,5 Volt oder 1,499. Also das haut ganz gut hin. Das ist also der erste Messbereich. Bei dem zweiten Messbereich und auch bei dem dritten habe ich zusätzlich hier eine Skala sozusagen mir kreiert. Das heißt also, wir haben jetzt hier dann für den 9 Volt Messbereich den Bereich 3, 6 und 9 Volt und oben nochmal für den 30 Volt Messbereich 10, 20, 30. Normalerweise sind diese Skalen für andere Messbereiche auch drauf auf den Multimetern, die sowas noch haben, damit man es natürlich besser ablesen kann. Denn sonst müsste man diese Skala, die jetzt hier vorgegeben ist, umrechnen, was natürlich sehr aufwendig wäre und auch nervt. So, dann gehe ich mal auf die zweite. Das wäre also der 9 Volt Messbereich. Und wenn ich jetzt 3 Volt einstelle, müsste er also hier bei diesem Bereich, in diesem Bereich landen. Ich stelle jetzt mal genau 3 Volt ein.
Und man sieht, er ist dort. Okay, also es scheint zu funktionieren. Machen wir mal 9 Volt gleich. Vollausschlag. Ja, also damit ist jetzt klar, also das funktioniert. Und zum Schluss nochmal den 30 Volt Messbereich. Da werde ich jetzt mal 10 Volt einstellen. Und 10 Volt ist praktisch, ja, hier bei der 10 oder bei der 5 von der originalen Skala. Und wenn ich jetzt 30 Volt einstelle, dann sollte er Vollausschlag haben. Gut, also das funktioniert soweit. Das wäre also so eine Messbereichserweiterung für Spannungsmessungen. Man könnte jetzt natürlich auch Strommessungen machen. Da komme ich gleich nochmal zu. Wozu ist das Ganze gut, wenn man jetzt zum Beispiel beim Verstärker, wie gesagt, so eine Ausstellungsanzeige sich bauen will mit diesen alten Geräten? Da kann man das durchaus mal machen. Man muss dann dazu die Ausgangsspannung mal messen, die an den Lautsprecherboxen zum Beispiel rauskommen. Diese dann gleich richten. Ohne Siebelko natürlich, damit man nur die positiven Werte hat. Dann guckt man, was so der Maximalwert ist. Und danach richtet sich dann hier auch der Vorwiderstand, den man da einbauen müsste, damit dann da so eine sogenannte Zappelanzeige rauskommt. Das wäre dann also für so einen Verstärker. Gut, jetzt geht es gleich weiter mit Strommessungen. So, die Strommessung sieht etwas anders aus. Und zwar ist es ja so, dass durch das Anzeigewerk, Messwerk praktisch nur ein Strom von ja, knapp 1 Milliampere fließen darf, sonst würde es kaputt gehen. Und wenn man jetzt einen Strom höher als diese 1 Milliampere messen will, muss man dafür sorgen, dass der Hauptstrom über das Messwerk sozusagen abgeleitet wird, also über so einen Widerstand hier, über so einen Shunt. Ich habe jetzt hier mal so einen Schalter eingezeichnet, also ich möchte auch drei Messbereiche mal wieder festlegen. Einmal 15 mA, einmal 300 mA und einmal 1,5 Ampere. Und die Formel zur Berechnung dieses Widerstands steht hier. R ist gleich UV, also die Gesamtspannung hier, die ist ja gleich über diesen Widerständen, geteilt durch Iin, dieser Strom abzüglich dem Strom, der hier wegfließt über das Messwerk, also Iin minus IV. Das ist generell die Formel für so einen Widerstand. Und ich habe die auch jetzt schon mal ausgerechnet. Für 15 Ampere ist das 7,87 Ohm. Für 300 mA 0,36 und für 1,5 Ampere 0,073 Ohm. Man sieht anhand der Widerstandswerte schon, das wird ein bisschen schwierig, gerade der letzte zu realisieren. Den 7,87, den habe ich aus drei Widerständen zusammengebaut. Den 0,367, da habe ich jetzt mal 0,3 genommen. Und für den 0,073, da habe ich mal testweise einen Widerstandsdraht genommen. Konnte den aber leider nicht wirklich ganz genau ausmessen. Also da müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. So, ich fange mal mit der Messung sozusagen an hier für den 1,5 Ampere Bereich. Man sieht, es fließen 1,5 Ampere, aber die Anzeige ist leider dann noch nicht ganz so weit. Und das heißt, ich kann etwas höheren Strom sicherlich auch dort einstellen und messen. 1,9 ungefähr. Das liegt einfach daran, dass ich den Resistor hier, den Widerstand 0,073, den habe ich eigentlich nur so grob mal ja, gemessen und so richtig funktioniert das dann eben nicht. Also man sieht hier auch diesen Widerstandsdraht, der auch nur sehr kurz ist und sich auch im Übrigen extrem schlecht löten lässt. Und das war einfach nur ein Versuch, okay, es geht trotzdem. Also ich kann höhere Ströme durchaus mit so einem Messgerät messen. Und der nächste Versuch ist sozusagen mit den 300 Milliampere. So, für die 300 Milliampere habe ich hier diesen 0,33 Ohm, jetzt anstelle von 0,36 Ohm. Man sieht also bei 299 Milliampere zeigt er auch fast Ausschlag an. Da müsste man jetzt also wirklich genauere Widerstände einsetzen, damit es funktioniert. So, und zum Schluss kommt nochmal der 15 Milliampere Bereich mit dem 7,8 Ohm. So, ich habe jetzt hier mal den 7,87 oben dort angeschlossen und man sieht, ja, das zeigt jetzt auch ungefähr, naja, so knapp ja, 14 irgendwas an. Es fließt ein Strom jetzt von 14 Milliampere, 14,2 Milliampere
Und das scheint also auch erstmal so zu funktionieren. Vielleicht nochmal ein genereller Hinweis, falls da vielleicht eine Frage kommt, wie ich jetzt die Gerätschaften hier miteinander verbunden habe. Also ich habe hier praktisch ja die Widerstände nur immer rangeklemmt, hier hinten an zwischen Plus und Minus, und habe praktisch hier in dem Bereich meinen Amperemeter genommen und dann den Strom dazu gemessen, um zu gucken, ob die Anzeige dann richtig ist. So, zum Schluss nochmal ein kleines Add-on. Und zwar ist es so, dass diese Anzeigen hier auch mit Lampen ausgestattet werden können, hier rechts und links. Die Lampen werden dann hier über diese anderen beiden Pins ja eingeschaltet. Lampen verwendet man natürlich heute nicht mehr. Aber ich habe jetzt hier mal zwei LEDs eingebaut. Jetzt in dem Fall sind es blaue. Ich schalte das mal ein. Naja, wenn man es braucht, sieht ganz nett aus, wenn es dunkel ist vor allem. Ja, das war es erstmal. Ein bisschen Nostalgie und viel Spaß. Tschüss.